Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich ein bisschen kaputt und huste auch gleich wieder. Ich hoffe, wir kriegen das Video ohne Husten, denn sonst stehen da auch schon meine Kaugummis bereit. Heute möchte ich mit euch einmal so überlegen, was sich in den letzten 15 Jahren so zum Negativen verändert hat und was mir auffällt, was mir negativ auffällt. Und wo ich eigentlich sagen muss, Mensch, da hat die Zeit eigentlich nicht so wirklich was für uns gebracht. Klar, sie hat sehr viel Fortschritt gebracht, aber sie hat auch sehr viel Negatives verursacht. Und darüber würde ich gern mit euch einmal philosophieren. Wenn ihr Lust habt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. In den letzten 15 Jahren, in den letzten 20 Jahren kann man eigentlich auch schon als Zeitfenster mit reinnehmen, aber die letzten 15 Jahre, glaube ich, haben richtig einen negativen Trend in der Gesellschaft und in der Welt meiner Meinung nach auch allgemein gesprochen verursacht. Und zwar möchte ich da ganz speziell auf die Multimedia-Geschichten eingehen. Die Handy- und Smartphone, iPad, iPhone und Computer und Laptop ist so weit fortgeschritten, dass wir uns jetzt schon in einer meiner Meinung nach Negativspirale befinden. Natürlich hat Social Media für uns alle einen ordentlichen Sprung gemacht, was Weiterbildung betrifft, was Fortschritt betrifft, vor allen Dingen, was auch ein wenig die Schnelllebigkeit in der Gesellschaft betrifft. Es mag gar nicht negativ sein oder muss gar nicht negativ sein, aber ich empfinde die letzten 15 Jahre als einen Abwärtstrend insofern, als dass die Gesellschaft sich verlernt zu kommunizieren, sie verlernt sich zu vernetzen im organischen Sinn, also persönliche Gespräche, Telefonate, Briefe schreiben, so wie wir das noch gemacht haben in unserer Jugend, das geschriebene Wort außerhalb von einer elektronischen von einem elektronischen Hilfsmittel oder Medium zu benutzen. Das verstummt alles, dass es sich in eine Art, wie soll ich sagen, in eine Art Einsamkeit der Menschen verpuppt. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht gut. Und ganz im Gegenteil, wir haben zwar früher kein Knopfdruck gehabt und könnten uns da informieren für jede Fragestellung, die wir hatten. Aber wir haben es trotzdem geschafft, unser Wissen aufzustocken, unser Wissen zu vermehren, indem wir uns in Bücher vergraben haben, indem wir uns mit unseren Mitmenschen vernetzt haben, und zwar örtlich, wörtlich und in Kommunikation und nicht per iPhone oder Internet oder ähnlichem. Und wenn wir das Bedürfnis hatten, mit jemandem zu sprechen, haben wir das per Telefon gemacht oder wir haben uns verabredet und uns getroffen. Wir haben zusammen Schulaufgaben gemacht, als ich Kind und Jugendliche war. Wir haben zusammen Freizeitaktivitäten gemacht. Es gab die Möglichkeit, im stillen Kämmerlein eigentlich nur ein Buch zu lesen, ja, oder eventuell den Fernseher anzumachen, und auch da war nicht viel zu holen, ja, drei Programme, erste, zweite, dritte, vielleicht noch die alten DDR-Programme, wenn man die empfangen konnte, dazu genommen. Das war alles sehr beschränkt und deswegen mussten wir versuchen, mit unseren Mitmenschen zusammenzuarbeiten, mussten lernen, dass wir durch tägliche Kommunikation mit unseren Mitmenschen Wissen erarbeiten, Wissen weitergeben und Wissen erhalten konnten. Und das schriftliche Wort hat uns geholfen, indem wir es aufgeschrieben haben, das heißt nicht nur eingetippt oder eingesprochen. Ja, wir brauchen ja heute nicht mal mehr tippen, wir können ja sprechen und dann wird für uns
geschrieben, sondern wir mussten selbst mit Papier und Stift unsere Gedanken zu Papier bringen, einordnen, ablegen, wieder suchen, wenn wir die Informationen neu brauchten. Wo haben wir sie hingelegt? Wir haben Ordnung halten, Haltung gelernt. Wir haben gelernt, uns zu organisieren. Wir haben das lernen müssen, weil wenn wir nicht organisiert waren, dann fehlt uns das eine oder andere später, was wieder Arbeit und wieder Zeit verursacht. Und ich denke einfach, dass diese Art des Miteinanders ja viel wichtiger und viel schöner und viel produktiver war als heute. Natürlich haben wir ein großes wissenschaftliches Repertoire in Form von Internet. Wir können uns innerhalb von 3 Sekunden in jegliche Formen mit jeglichem weltlichen Hintergrund können wir uns da vernetzen. Wir können einmal um die Erde rum sprechen, wenn wir nur auf den Knopf drücken. Man kann sich sehen, wenn man telefoniert, man kann das alles kostenlos machen. Ja, ich erinnere mich an horrende Telefonrechnungen damals meiner Kinder, wenn sie mit unseren Verwandten in der Türkei telefoniert haben. Trotzdem finde ich das eine Entwicklung der Gesellschaft, die jetzt stoppen muss. Wenn das weitergeht und noch mehr ins Extreme sich umschlägt, glaube ich, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen und unsere Gesellschaft an sich einen großen Nachteil hat, weil sie es nicht mehr versteht, mit Worten und mit Verstand auf die Mitmenschen zuzugehen. Man schreibt schnell irgendetwas in das Handy oder in den Computer, ohne genau zu überlegen, was das für Folgen haben kann. Wir verletzen Menschen, wir verlassen uns nicht mehr auf den zwischenmenschlichen Bereich. Ja, wir können Mimik und Gestik nicht mehr einbringen in die Worte, die wir schreiben. Und selbst wenn wir uns dann mal treffen oder selbst wenn man dann zusammenarbeiten muss in einer Gesellschaft, dann sind wir kaum noch in der Lage dazu, auf diese mitmenschlichen Signale zu achten und zu hören. Und wir geraten leichter in Streit. Wir verstehen Dinge falsch. Wir sind nicht in der Lage, uns mitzuteilen, richtig und auf eine vernünftige Art und Weise. Es entsteht schnell Streit und Missverständnisse und dementsprechend steigt auch der Gewaltpegel natürlich, ja, weil man schneller sozusagen wütend wird, sauer wird und es nicht schafft, sich unter Kontrolle zu halten. Man hat es ja nicht geübt, man hat es nicht gelernt, weder zu Hause, ja, wo auch dort ja die Schnelllebigkeit voranschreitet und auch die ältere Gesellschaft wie Mama, Papa nicht mehr in der Lage sind, diese Feinfühligkeit, die sie vielleicht noch in der Jugend da gelegt bekommen haben, erlernt haben, richtig umzusetzen, weil ihnen fehlt einfach die Zeit dafür. Wir sind in einer so schnelllebigen Zeit, dass für so zwischenmenschliche Bereiche kaum noch wirklich Muße auch besteht, selbst wenn wir dann abends oder am Tag auch mal uns die Zeit nehmen würden und uns mal wieder auf die alten Prinzipien, die wir noch erlernt haben, besinnt und versucht, das auch an die jüngere Generation weiterzugeben. Ich frage mich manchmal, wie Menschen, die jetzt 20 sind, 18 sind, noch jünger, wie sie ein Leben ohne Computer und Handy überhaupt gestalten würden, wie sie überhaupt zurechtkommen würden ohne die technischen Hilfsmittel, die das Leben so sehr erleichtern oder auch erschweren, je nachdem, wie man das betrachtet. Das ist ein großes Problem meiner Meinung nach und wir müssen versuchen,
unsere Jugendlichen und unsere, ja, schon bis 30-Jährigen, weil auch die sind ja in diese Generation mit eingewachsen oder aufgewachsen, zu mehr persönlichem Engagement, zu mehr persönlichem Enthusiasmus und Kommunikation anzuregen. Und zwar ohne Computer und ohne Handy. Natürlich kann man es nicht verbieten und man kann es nicht wirklich einschränken, weil selbst in der Schule wird das ja oft als Unterrichtsmittel sogar herangezogen. Und alles, was man verbietet, ist ja noch viel interessanter und noch wertvoller für den Menschen, weil es dann ja eben verboten ist. Und da muss es ja was ganz Besonderes sein. Aber man kann es nicht verbieten, man kann es kontrollieren, ja, aber auch nur zu einem gewissen Teil. Ich glaube, dass die junge Generation viel gewiefter ist im Umgang mit diesen technischen Medien. Also, dass ich glaube, dass die Eltern oft gar nicht merken, was die Jugendlichen und Kinder eigentlich drauf haben und was sie eigentlich können und was sie eigentlich auch verstecken könnten, wenn sie es denn wollten. Manchmal gehört natürlich auch Glück dazu. Man kann nur hoffen und beten, wenn man gläubig ist, dass alles einigermaßen gut und ohne Schaden an unseren Kindern und Jugendlichen vorübergeht. Aber die Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich und gerade in Problemvierteln, die wir ja doch auch gehäuft haben in den Großstädten, sehe ich sehr bedenklich. Und manchmal wünsche ich mir, dass wir ja dieses große Internet einfach nicht gehabt hätten. Ja, was wäre die Welt heute ohne Internet? Ich glaube, sie wäre nicht schlechter. Ja, ich glaube sogar, dass sie besser wäre, dass die Welt viel gewonnen hätte, wenn sie das Internet nicht erfunden hätte, weil wir nur im menschlichen Bereich mit Worten, mit Gestik, mit Mimik, mit Empathie Dinge regeln können, Dinge besprechen können, Dinge erlernen können und Dinge auch weitergeben können. Klar, das Internet bietet viel Informationen, bietet viel Möglichkeiten, die man früher nicht hatte. Aber ich finde, die 15 Jahre, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, oder 20 Jahre vielleicht, wohl vor 20 Jahren schien mir alles noch ein bisschen rosiger. Aber die letzten 10, 15 Jahre sind wirklich in eine so fatale Welt übergegangen, dass ich das wirklich nicht so schön finde. Wie seht ihr das? Also ich wünschte manchmal, wir hätten alles noch so wie vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, so ein paar Informationen, die man vielleicht aus dem Internet holt, ja, aber diese Kommunikation, die man total auf das Social-Media-Gebiet abgewälzt hat, hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Das gute alte Telefon hätte es getan, das wäre genug gewesen und alles andere, da kann man, glaube ich, ganz gut drauf verzichten. Und ich denke, wenn wir das alles wieder zurückdrehen könnten, würde die Welt ein bisschen besser sein, ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!